Ja, Leutings, was geht ab und willkommen wieder bei Nikos. Leutings, ich war mal wieder einkaufen und ich habe mir heute 4 von diesen kleinen 60ml Tabasco-Fläschchen gekauft. Wir packen das Ganze heute in die Bowl. Wir hatten ja schon mal Tabasco im Köpfchen. Heute kommt das Ganze in die Bowl. Wir gucken, wie das Ganze schmeckt und ob der Tabasco Auswirkungen hat auf unseren Tabakgeschmack, den wir gleich im Köpfchen haben. Ansonsten könnt ihr mir gerne folgen auf Instagram. Auf Instagram heiße ich ganz genauso so wie hier. Wenn wir die 20.000 Abonnenten auf Instagram, die 20.000 Follower auf Instagram knacken, dann habe ich ja gesagt, verlosen wir eine Shisha, machen wir so ein kleines Shisha-Gewinnspiel. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß bei dem Video. Und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch gerne mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo. Dann hinten mir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid und bis gleich. So guys, welcome back auf dem Balkon. Ich habe es mir jetzt hier schon mal gemütlich gemacht. Ich werde heute mit meiner kleinen Aeon Atom rauchen, weil die einfach mega praktisch ist zum Abbauen. Und wir werden jetzt dann gleich mal gucken, wie lange das dauert mit dem Tabasco. Ich habe ein bisschen Bedenken dabei. Das sind jeweils 60ml in die Bowl, bis der perfekte Wasserstand erreicht ist. Besser gesagt, heute der perfekte Tabasco-Stand. Brauchen wir 200ml, das heißt, da kommen wir easy hin. Nur das Ding ist, er ist noch verschlossen. Nicht, dass die Leute hier noch denken, ich habe hier Tomatensaft rein oder Tomatensauce. Lass mal das Papierchen hier wegmachen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das aussieht, wie lange es dauert. Und deswegen habe ich meine Kohlen auch noch nicht angemacht. Weil, wie man es kennt, kommt ja hier jetzt nicht die größte Menge raus. Aus dem kleinen Löchchen. Würde man sagen, erster Schluck auf Nacken, oder? Also ich liebe Tabasco-Geschmack. Das ist abartig. Und jetzt gucken wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Bro, ernsthaft? Da passiert leider gar nichts. Deswegen heißt es für uns Base aufkurbeln. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht, wenn wir hier so rangehen. Dann hier mal. Ja, moin. Kann sich nur um Stunden handeln, Boys and Girls. Ich glaube, ich blende es euch in der Timelapse ein und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, wir sind bei der letzten Flasche angekommen. Das ging doch relativ fix, also ich hätte gedacht, dass es ein bisschen länger dauert, den Tabasco hier reinzuschütten. Aber mit ein bisschen Wanken klappt es schon. Und deswegen würde ich mal sagen, packen wir uns gleich mal unsere 4 Kohlen in den Kohleanzünder rein und heizen die mal ein, sonst dauert es so lang. Ich muss jetzt nur gucken, uns fehlen jetzt noch 20ml. Wir haben jetzt sozusagen 3x60, das heißt 180ml hier drin. Bis mein eingebauter Diffusor von meiner Aeon Atom, so ungefähr der Wasserstand dann hier, so leicht drüber ist, so 2 mm, brauchen wir 200ml. Das heißt, ja, ein bisschen fehlt. Wir müssen ungefähr bis hier hoch. Deswegen lassen wir den letzten Tabasco noch aufmachen. Da brauchen wir jetzt auch keine Timelapse oder whatever dazu. Ist natürlich auch wieder verschlossen. Schauen wir mal, ob wir das abbekommen. Zack, weg mit dir. Und jetzt lass mal gucken, dass wir da noch irgendwie. Den hier durchlaufen lassen können durch unser Tauchrohr. Ah, ein bisschen fehlt noch. Hälfte ist geschafft.
und stopp. So, das war's. Wir haben 200 Milliliter Tabasco in unserer kleinen Aeon Atom hier am Schlüssel. Ich stelle mal die Tabasco Flaschen hier rüber. Wir können die Pfeife wieder aufbauen. Das ist ziemlich nice bei der Pfeife. Es dauert nur 1-2 Sekunden, bis das Ganze aufgebaut ist. Und ich habe mich hier schon mal mein Ocean 68 Köpfchen vorbereitet. Ich traue mich noch nicht mit meinem Glaskopf zu rauchen, mit dem wir gestern den Knoblauch da getestet haben. Muss auch ehrlich sein, ich habe ihn auch noch nicht sauber gemacht. Und im Ocean 68 habe ich jetzt mir Kaugummi-Zimt habe ich mir reingehauen, weil ich mir dachte, Kaugummi-Zimt mit Tabasco ist was abgespacedes, was abgefucktes, könnte eventuell, ja, vielleicht schmecken, vielleicht auch nicht. Und übrigens, falls meine Pfeifen hier irgendwie schief aussehen, der Kopf oder sonst was, kann auch am Tisch liegen, mein Tisch ist ein bisschen schief. Deswegen habe ich das festgestellt, bei vielen neuen Pfeifen, die ich mal vorgestellt habe, haben die Leute reingeschrieben, ja Nico, deine Pfeife, die Shisha ist komplett schief, an was liegt denn das? Liegt am Tisch, ist mir aufgefallen. Der Tisch ist auch nicht mehr der neueste, so ein alter Campingtisch, der schon gefühlt 20 Jahre alt ist. Aber er macht seinen Job, er macht seinen Job. Pfeife habe ich euch womöglich verlinkt in der Infobox. Ich rauche noch mit einem Devil Smoke Mund Stück. Kein Plan, wie sich das hier nennt, in der Mitte. Twisted, verdreht, du weißt Bescheid. Und dann würde ich mal sagen, müssen wir nur noch kurz auf unsere Kohlen warten und dann können wir eigentlich loslegen, mit Tabasco zu rauchen. Deswegen, Guys, bis gleich, wenn die Kohlen fertig sind. Oh, so, Guys, dann melde ich mich mal zurück. Alles ist gleich geblieben, außer dass ich mir hier noch kurz einen Kaffee gegrabt habe. Solange meine Kohlen am Angehen waren, 4 Kohlen von Coco Monkey sind jetzt am Stüssel. Die packen wir jetzt mal kurz. Denkt ihr, ich kann es halten ohne Gummi? Ja, bis da oben dürfte schon klappen, oder? Ich meine, die Smokebox braucht ja auch immer ein Weilchen, bis sie warm wird. Hoffe ich jetzt. Zack, zack, zack. 1, 2, 3 und 4. Und jetzt drauf da. In der Zwischenzeit, wo gerade meine Kohlen angegangen sind, habe ich mir mal unser altes Video noch angeguckt, wo wir damals den Tabasco oben reingemacht haben in den Kopf. Ich habe gesehen, wir haben da noch die Prototyp-Shisha von Amy, diese Alu-Pfeife benutzt und den alten Z218-Kopf. Und man hat es ja anscheinend gespürt, also am Anfang nicht, aber dann so langsam, als die Pfeife so ein bisschen geraucht hat, viel war es nicht, was ich im Video gesehen habe, da die Pfeife irgendwie nicht geraucht hat, wegen dem Tabasco auf dem Tabak. Wahrscheinlich war dann einfach oben zu viel Feuchtigkeit, zu viel Flüssigkeit, das Ganze war zu wässrig, deswegen hat es nicht geraucht. Habe ich mir das nochmal angeguckt und musste dann selber lachen, als ich mich husten gesehen habe, als dann doch die Schärfe durchgekommen ist. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie das aussieht, wenn der Tabasco nur in der Bowl drin ist. Wir haben keinen Tabasco oben drin, nirgendwo ist Tabasco. Vielleicht noch ein bisschen hier im Tauchrohr, in der Base, aber ansonsten eigentlich nur in der Bowl. Und ja, Guys, dann würde ich sagen, lass nicht lang fackeln. Ich drehe noch einmal hier oben die Kohlen um. Ich hoffe, ich habe dann einen Durchzug, nachdem ich das Ganze hier Overpacking gebaut habe. Flatheads und Overpacking, Smokebox ist immer so eine... Bro, jetzt will ich meine Kohlenzange nicht mehr raus, oder was? Wir müssen den Kopf operieren. Ist immer so eine Sache mit dem Durchzug. Falls es nicht klappt, einfach einen Alufolienstecher zwischen Smokebox und Tabak reinstecken und dann funktioniert das Ganze. Hier oben quant schon ein bisschen, jetzt lasse ich die Kohlen noch einmal umdrehen, weil die gehen sonst immer von unten aus. Und dann haben wir genug gequatscht. Dann gehen wir mal hier ran an das gute Stück. Ich bin ja gespannt, hey. Was ich erwarte, wie meine Erwartungen sind, ganz ehrlich, ich erhoffe mir, dass ich den Tabasco irgendwie spüre, so wie den Knoblauch gestern. Vielleicht jetzt nicht ganz vom Geschmack her. Ich glaube, vom Geschmack her bleibt der Kaugummi-Zimt relativ im Vordergrund. Aber ich erhoffe mir wenigstens so eine leichte Schärfe, so beim Einatmen, dass es irgendwie mitkommt, dass man da so eine leichte Schärfe hat. Wir werden sehen, Guys. Wir werden sehen. So, jetzt haben wir lang genug gequatscht. Jetzt lass mal gucken, ob wir einen Durchzug haben, ob das Ganze qualmt, ob das Ganze raucht. Hier noch kurz mein
Schlauch anders befestigen und dann gib ihm böse 200 Milliliter Tabasco. Gucken wir mal, wie der Durchzug ist. Uff, irgendwas war da schon am Start. Ihr habt es gesehen, ich habe nicht viel geraucht. Irgendwas war schon so leicht im Hals, wo ich mir dachte, huch. Okay, Digga, das ist... Das ist unrauchbar, Bro. Unrauchbar. Guys. Man kann nicht länger ziehen als 2 Sekunden. Ich muss doch sagen, ich krieg gerade nicht so gut Luft, Bro. Ich glaube, gesund ist das Ganze nicht. Deswegen werde ich jetzt das Köpfchen einfach umstecken auf eine andere Pfeife. Wir lassen das Ganze sein. Ich kann euch das Ganze nicht empfehlen. Lasst die Hände weg von purem Tabasco in der Bowl. Na, wir lassen das Ganze sein. Scharf ist es nicht. Aber es ist einfach unrauchbar. Ihr merkt, wie das Ganze hier so reingeht in den Hals, in eure Lunge und komplett verschließt, ihr einen Hustanfall bekommt und Guys, da bin ich, naja, vorbildlich kann man nicht sagen, was ich hier betreibe. Digga, jetzt habe ich so lange gewartet auf meine Kohlen, deswegen stecke ich die kurz um auf eine normale Pfeife. Gönn mir mein Köpfchen noch, vielleicht können wir das ja auch hier im Video noch machen. Aber, nee. Da lasse ich die Finger weg. Da lasse ich die Finger weg, bevor hier noch Schlimmeres passiert. Nicht, dass es hier jemand nachmacht und halber dran krepiert. Das will ich nicht. So, Schlauch stecken wir um. Und ich lasse mir jetzt ganz gemütlich noch das Köpfchen schmecken. Ohne Tabasco. Jetzt komm her. Och boy, spiel doch mit. Hier will ja heute gar nichts. Also das hätte ich nicht erwartet. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Gib mir mal eine Sekunde. Naturaroma ist auch hier am Start. Nee, wir rauchen hier nicht mit Urin oder Pisse in der Bowl. Das ist schon wieder vom Köpfchen von gestern Abend vom Livestream. Jetzt hat der Kopf zu viel Hitze abbekommen. Jetzt spinnt mein Durchzug und jetzt müssen wir hier ein bisschen mit dem Alufolienstecker rumspielen. So, jetzt kann ich mir das Köpfchen auch schmecken lassen. Leute, Fazit. Übrigens, wer sich jetzt fragt, was das hier für eine Shisha ist, das ist meine Ocean Fusion Cross 2S, die ich euch auch vor 2-3 Videos vorgestellt habe. Fazit jetzt zu dem Ganzen, zu diesem kleinen Schlawiner hier mit Tabasco. Macht's nicht nach, es ist unrauchbar und ich glaube, wenn ihr euch da wirklich durchzwingt, ich habe selber gemerkt, jetzt bei 2 Zügen, bei 3 Zügen, irgendwas hat nicht gepasst in der Lunge. Ich habe die ersten 3 Züge nach dem Zug, wo ich gerade rausgespotzt habe, habe ich echt schlecht Luft bekommen. Und ich will nicht, dass das hier irgendjemand nachmacht von euch und dann irgendwie niemand zu Hause ist, hier umkippt und keine Luft mehr bekommt und am Ende noch im Krankenhaus landet oder irgendwas Schlimmeres noch passieren sollte. Deswegen, Finger weg von dem ganzen Guys. Macht euch da lieber ein normales Köpfchen an. Den Tabasco können wir höchstens noch im Kopf verwenden, zum Tabak dazu mischen, vielleicht für einen leichten Würgereiz, aber hier unten in der Bowl, nee. Was machst denn du für komische Geräusche da oben? Nee, also, Guys, auch nicht zum Pranken oder so, lass die Finger davon weg. Wir könnten es eventuell mal versuchen mit Tomatensauce da unten rein, vielleicht ein paar Spritzer Tabasco dazu zu der Tomatensauce, vielleicht mal einen Tomaten-Naturkopf ausprobieren, aber puren Tabasco in die Bowl nicht empfehlenswert, Leute. Ich habe keinen Durchzug. Was ist hier los? Ich wollte mich jetzt noch verabschieden von euch und habe keinen Durchzug. Jetzt gib mal eine Sekunde, die Kohle hier oben ist auch schon ganz schief, die hat auch keinen Bock mehr. Jetzt hört sich das Ganze doch schon viel besser an. So, Leute, jetzt in der Ocean, in der großen,
raucht das Ganze auch wieder wie ich sehe euch nicht mehr. Und ich wünsche euch da draußen auf jeden Fall einen schönen Tag. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten, auch wenn es nur ein kurzes Experiment war. Aber dafür probieren wir das Ganze aus. Hätte ja sein können, dass das Ganze so scharf ist, dass man den Tabak schmeckt, dass es brennt. Brennen tut es auf jeden Fall. Hustenanfall war da. Von der Schärfe habe ich jetzt nicht viel gemerkt, nur es ist unrauchbar. Es ist ein Stechen. Es verschließt eure Lunge. Da muss ich gleich noch einen Schluck Kaffee nehmen. Und dann wünsche ich euch da draußen auf jeden Fall noch einen besseren Rauch, als ich gerade hatte. Lasst euch das Pfeifchen schmecken. Ich hoffe, euch raucht es auch wie ich sehe euch nicht mehr. Und ansonsten nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch mit dem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit dem Abo. Dann hinten mir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid. Ansonsten sehen wir uns heute Abend wieder auf YouTube, so um 21 Uhr rum, wenn ich vom Fitness komme. Ihr könnt mir gerne noch in der Kommentarbox da lassen, was ihr euch für Experimente wünscht, was wir mal ausprobieren sollen, wo wir gucken, ob das Ganze klappt oder ob das Ganze nicht klappt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu dem neuen Video morgen eventuell. Und ich bin raus. Macht's gut. Ciao.